Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Heute ist wieder miteinander fantasievoll gestalten Zeit und unser Thema war diesmal Kekse. Und da möchte ich euch gerne erst einmal mein neues Mäuschen, meine neue Mitbewohnerin vorstellen, die kleine Friederike. Ja, die ist bei mir eingezogen über Weihnachten. Mit einem schicken Kleidchen und so einem kleinen Cape. Ja. Und für die Kleine habe ich eine Tasche noch gehäkelt. Ein Kekschen. Mal sehen, können wir sie hier hinsetzen? Ja. So. Ja. Die Kleine bekommt ein Täschchen. Und zwar habe ich so einen Keks gehäkelt. Paar kleine Bonbons. Kabuchons draufgeklebt. Von hinten sieht es so aus. Da kommen dann die kleinen Süßigkeiten rein. Oder Strickzeug oder Häkelzeug. Ja, so sieht das Kekstäschchen aus, was ich gezaubert habe. Ist ganz einfach, sind Reliefmaschen versetzt, gehäkelt und dann so ein Mäusezähnchen drumherum und dann so ein Henkel mit Luftmaschen einfach, zweifarbig. Ist schnell gemacht, so ein kleines Täschchen. Und die liebe Friederike freut sich. Ja, so sieht das Kekstäschchen aus. Und Friederike hat auch noch eine Freundin und das ist die liebe Franzi. Das kleine Schlenkerhäschen. Und auch die wollte gern so ein Täschchen, aber sie mag gern rosa. Und da habe ich gedacht, da mache ich ihr dann so einen, ja, Keks oder Makaron oder was auch immer, der hier so Sahne in der Mitte hat oder Zuckerguss. Und sie bekommt dann so ein Täschchen. Das hat auch was drin. Kleinen Kuchen und einen kleinen Donut. Hier vorne kann man was reintun und hier hinten kann man auch was reintun. Hier ist dann noch ein Lolli, happy! Ja, das wünsche ich euch. Immer happy sein. Ja, wie das Täschchen von innen aus. Auch hier wieder Luftmaschen doppelt, also mit zwei Fäden. Und hier ist dann noch ein Herzchen drauf. Und so sieht das Täschchen aus. Ja, die beiden neuen Freundinnen können dann gemeinsam shoppen gehen mit ihren neuen Taschen. Ja. Heute mal ein kurzes Video zum Miteinander fantasievoll gestalten Thema und der Hashtag Keks, Hashtag Kekse, Hashtag Kekse findet ihr auch die anderen lieben Kreativen, die zum Thema was gebastelt haben. Ich verlinke euch sehr gern auch die Videos und bin schon sehr gespannt auf die tollen Beiträge und wünsche euch damit und hiermit eine wunderschöne Bastelzeit und immer kreative, fantasievolle Ideen. Und dann sage ich heute bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.